Auch in Kärnten will man es sich nicht nehmen lassen, wieder zu tanzen und zusammen zu trinken. Wenn die Lokale ihre Türen schließen, dann treffen sich Jugendliche zu Hunderten auf Parkplätzen und feiern dort weiter. Laut Polizei verlaufen diese Partys weitestgehend gesittet. Die Politik will sie deshalb erstmal tolerieren. Wenn man in den sozialen Medien nach den Parkplatzpartys insbesondere in der Landeshauptstadt sucht, wird man schnell fündig. Solche und andere Videos haben bereits zehntausende Klicks. Nach der derzeit gültigen Sperrstunde um 22 Uhr trifft sich das Partyvolk unter anderem auf großen Parkplätzen, wie beispielsweise auf dem Parkplatz eines großen Möbelhändlers in Klagenfurt am vergangenen Samstag. Trotz rund 1000 Feiernder blieb es aber weitgehend ruhig. Sogar der Müll wurde zusammengeräumt. Dennoch will die Exekutive in Zukunft mehr Präsenz zeigen. Wir werden auf alle Fälle in nächster Zeit, vor allem an den Wochenenden, die Hotspots verstärkt bestreifen. Es wird mehr Personal im Einsatz sein und wir werden natürlich auch schauen, dass die Gesetze eingehalten werden und hoffen, dass die Situation dann so gut handelbar ist. Konsequenzen seien das letztmögliche Mittel, heißt es auch seitens der Politik. Man habe Verständnis dafür, dass sich die Jugendlichen nach monatelangem Lockdown nach einem Stückchen Freiheit sehnen. Ich denke, dass diese vorbildhafte Vorgehensweise unserer Exekutive auch sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass es zu keinen Eskalationen kommt. Und ich appelliere noch einmal an die Jugend Kärntens, die sich ja jetzt sehr, sehr gut verhalten hat, auch die letzten Meter vor dem Zielstreifen, der dann wieder doch keine Einschränkungen mehr für sie bedeutet, dass man dort jetzt weiterhin sich an Gesetze, Vorschriften und auch die Jugendschutzgesetze haltet. Auch für Jugendforscher ist der Drang der Jugendlichen, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, mehr als verständlich und wichtig. Was natürlich schon interessant ist, ist diese Fähigkeit, in so kurzer Zeit quasi informell solche großen Veranstaltungen wie hier auf dem Rutherparkplatz in Klagenfurt zu organisieren, wo eine vierstellige Anzahl von Personen zusammenkommen mit DJ und allem und das sozusagen ohne groß Aufsehen zu erregen vorbereitet werden kann und dann stattfindet. Das kann natürlich auch sein, dass sie das erstmal interessant finden und das durchaus noch ein paar Mal probieren oder weitermachen. Aber ich denke, wenn andere Gelegenheiten wieder gegeben sind, dann wird sich das mit der Zeit auch widerlegen. Einstweilen denken die Organisatoren der Parkplatzpartys auf Social Media laut darüber nach, in Zukunft vielleicht angemeldete Events zu organisieren.